Wollt ihr nochmal da runterrutschen? Wir haben es schon geschafft. Warum sollten wir das tun? Ich werde euch belohnen. Dann ruft die Pflicht. Exzellent. Rutscht innerhalb der vorgegebenen Zeit da durch und ich werde euch belohnen. Ja, dann werden wir belohnt, wie immer, ne? Leute, willkommen zurück zu der SpongeBob Schwammkopf-Film und 2 Minuten 30 hört sich schon richtig hart an, oder? Alter. Schauen wir mal, wie wir da durchkommen und wie die Abkürzungen so aussehen. Ich weiß es ja nicht. Ich habe hier die Strecke gar nicht im Kopf und weiß auch gar nicht, wie wir das machen sollen. Aber wir sind auf jeden Fall schon beim nächsten gelben Stoff und über den sollten wir eigentlich jetzt zum nächsten Gebiet kommen, oder nicht? War das nicht so? Aha. Patrick sagt es schon und ich hoffe einfach mal, das geht hier hoch. Es lässt sich doch immer sagen, immer weiter hochgehen, oder nicht? Obwohl. Doch. Doch, wir sind richtig, wir sind richtig. Okay, jetzt können wir nämlich hier rüber. Sehr schön. Okay, ja generell lässt sich sagen, eigentlich immer hoch da, oder? Würde ich sagen. Immer hoch da mit der Kacke, du, würde ich sagen. Weißt du? Immer da hoch mit der Kacke und dann läuft das auch, du. Das sage ich dir aber. Seht ihr, jetzt sind wir nämlich schon im Strombereich. Und hier rüber müssen wir eigentlich nur noch ganz hoch kommen. Und das wird auch nicht mehr lange auf sich warten lassen, weil ich glaube, wir sind gleich schon da, oder? Ja. Okay. Ist ja eigentlich sehr easy, so von der Route her. Das schafft man in 1 Minute 45. Also wir werden in 1 Minute 45 auf jeden Fall da oben sein, wenn nichts passiert. Und ja, das ist das Ganze. Das ist die Route. Mehr ist das nicht. Wie easy. Okay. Krass, da können wir in diesem Part ja das hier, Ringherausforderung, und dann auch die Macho-Zeit schaffen. Das wäre geil. Ich glaube, die Macho-Zeit wird so in 1,45, obwohl 1,45 wäre schon hart, weil wir sind ja jetzt gerade schon bei 1,45. Vielleicht 1,50 oder 2 Minuten. Wer weiß. Schauen wir mal. Wow, schneller als ich es erwartet hatte. Hier ist eure Belohnung. Okay, nice. Hätten wir das auch erledigt? Sehr schön. Und das ziemlich schnell. First try und schnell. Es geht doch. Aber jetzt kommt die nächste Scheiße. Seid ihr bereit für eine neue Herausforderung? Ich denke, wir sind durch genug Reifen gesprungen, Mindy. Yeah! Wie wäre es, wenn ihr stattdessen durch Ringe springen würdet? Alles klar. Großartig. Springt durch die Ringe, die erscheinen, während ihr rutscht. Ihr habt nur begrenzt Zeit, um durch jeden Ring zu kommen. Schafft es durch alle Ringe und ich werde euch eine Belohnung geben. Meine Fresse, warum hast du das nicht gesagt? Weil die sagt immer, wenn es eine Belohnung gibt, außer jetzt gerade. Ist sie behindert? Bestimmt so, ah, ich habe euch das ja oft genug gesagt. Das kann ja der Bimbo von Let's Playern erzählen. Ja, genau. Damit auch mal was zu lesen hat. Die bewegen sich sogar. Was zum Fick? Seht ihr das? Die erschweren das hier, indem sie sich bewegen. Okay. Ja, das ist hart. Ja, geil. Okay. Können wir direkt neu versuchen. Sehr schön. Mhm. Aber das wird echt krass. Also die versuchen ja echt den Schwierigkeitsgrad anzuheben. Ne? Das merkt man richtig, richtig krass. Ich meine... Erstmal das mit dem... Ich bin gesprungen. Aber ansonsten geht's hier gut, ne? Ich verstehe das. Ich springe und es wird nicht als Sprung gewertet. Das ist mir gerade eben schon aufgefallen. Oder im letzten Part schon. Was machst du da? Wie behindert? Was backt das denn hier jetzt alles rum? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe wirklich nichts gemacht. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, warum der sich da auf der Stelle bewegt hat. Das sind so Sachen, dafür kann ich nichts. Weißt du? Ich meine, ich bin auf dem Boden gewesen, bin gesprungen und es hat nicht geklappt. Also manchmal ist das Spiel ja echt verbuggt, so weißt du? Schon wieder. Schon wieder, ich verstehe das nicht. Warum ist das so? Warum? Wieso? Was buggt die Scheiße? Mal, weißt du, die ganze Zeit im Let's Play lief alles super, außer jetzt muss man wieder hier die Kacke dampfen, weißt du? Ist doch nicht normal. Aber die Ringe, falls ihr merkt, sind so angeordnet, wie ich eben die normale Zeitherausforderung gemacht habe. Sprich, die Ringe versuchen einen... Genau, geh doch noch tiefer runter, du Wichser. Die Ringe versuchen einen darauf vorzubereiten, wie man die Macho-Zeit schaffen kann. Und ihr seht, ich habe schon direkt von Anfang an die richtige Route gefunden. Und das ohne einen Tipp oder sonstigen, ja? Einfach nur durch... ja, ich möchte schon sagen,
Intuition. Aber die männliche Intuition. Bitches. Nee, aber ohne Scheiß, weißt du, das... Und was soll das jetzt? Was soll das? Was kann ich dafür? Ey! Ach! Was für eine behinderte Scheiße, weißt du? Ach! Ich hasse es, Mann. Warum pflanzt man denn nirgendwo einen Checkpoint hin, Mann? Nein, man muss das hier natürlich alles wieder neu machen. Klar. Weil es bestimmt eben kein Glück war. Weil es bestimmt eben nur Glück war und kein Können, dass du das geschafft hast. Nein, du bist ja nur durch Glück durchgekommen. Deswegen musst du alles nochmal von vorne machen. Weißt du, ich verstehe das nicht. Entweder man macht das überall mit den Checkpoints oder nirgendwo, weißt du? Halbe Sachen sind scheiße. Weißt du, wenn man sagt, okay... Bei der Zeitherausforderung gibt es Checkpoints und da gibt es Checkpoints, okay. Aber doch nicht keine halben Sachen machen, Mann. Was soll das denn? Weißt du, wenn man überall halbe Sachen macht, kann man es auch gleich sein lassen. So, ich muss jetzt nur eben checken, wie das mit den Ringen ist. Ich verstehe das nicht. Der war eben sowieso auch schon so schief angeordnet, der Scheiß. So, jetzt haben wir's. Okay. Ich habe mich nur gewundert, hä, wie soll man dann das schaffen? Das ist komisch. Truhe! Yes, ja, ist egal. Hauptsache, wir haben die Truhe. Ist mir scheißegal. Ganz ehrlich, ich habe lieber die Truhe und spiele das hier nochmal, anstatt die Truhe nicht zu haben und zu fragen, wie man die holen kann. Weißt du? Ist mir egal. So, damit seht ihr, von den Truhen her schon mal in diesem Level 100%. Kommen. Von den Truhen hier in diesem Level schon 100%. Ich glaube, ich mache nach der Matschschutzzeit-Herausforderung Schluss. Also dann geht's echt nicht mehr weiter. Oder es sei denn, wir brauchen hier noch mega lange mit den Ringen. Ich hoffe zwar, dass es jetzt klappt, weil ich kam eben recht gut durch. Es war nur wieder die Scheiße mit der Truhe, dass ich mal wieder nicht weit genug kam. Klar. Aber ich muss auch sagen, ich bin vorsichtig gesprungen, damit ich an die Truhe komme, weißt du? Das hätte eben sonst anders ausgesehen. Dann wäre ich wahrscheinlich drüber gekommen, nur dann hätte ich die Truhe nicht bekommen. Das wäre auch scheiße gewesen, weißt du? Naja, ist doch egal, weißt du? Es muss etwas sein, was er gegessen hat. Ja, tatsächlich. Also er hat bestimmt irgendwas gegessen. Nase juckt. Nacken juckt. Okay, weiter geht's. Das juckt aber auch immer, du. Obwohl, es juckt schon wieder. Scheiße. Oh, alles voller Staub hier im Zimmer. Ist doch nicht normal. Ich wünschte, es gäbe hier etwas zu lesen. Okay. So, wie sah das jetzt aus? Genau, einfach hier fallen lassen, ne? Genau, dann schafft man das nämlich auch. Okay. Alles klar. Dann immer volles Fett geben und, was soll das? Warum ist der Ring auch so scheiße da angeordnet? Dann denkt man doch, man muss runterspringen. Meine Fresse! Leute, ich schneide euch bis da oben hin. Also bis zu diesem Aquariumsscheiß da. Ihr wisst, wo ich meine. Da beim Checkpoint, der kein Checkpoint ist. Bis gleich. So, Leute, hier bin ich wieder. Und ihr wisst, bei dem nächsten Fail wird es immer hier bis hingeschnitten. Weil ich will euch das nicht immer antun, ey, ganz ehrlich. Warum soll ich euch diese unnötige Minute antun und, euch wieder was vom Pferd erzählen, weißt du? Und wieder alles wiederholen, was ich eben schon gesagt habe. Nee, das mache ich nicht. Vergisst es. Ich werde euch bis dahin schneiden, damit wir überhaupt noch was zu reden haben. Ist doch nicht normal. Weißt du? So. Komm. Jetzt aber. Warum nicht? So, da bin ich wieder. Ich weiß auch nicht, warum das eben nicht geklappt hat. Und ich glaube, beim nächsten Mal werde ich euch auch nicht mehr an diesen Checkpoint cutten. Sondern an die Scheißstelle. Weißt du? Ich meine, was habe ich gemacht? Ich habe es richtig getimed. Ich bin richtig gesprungen, ja? Und ich kam da trotzdem nicht drauf. Was soll der Scheiß? Hä? Weißt du was? Dann mache ich das folgendermaßen. Und zwar genau so. So, erstmal ein bisschen höher kommen. Und dann schafft man das nämlich, ne? So. Und ihr wisst, beim nächsten Mal cutte ich euch an diese Stelle. So. Wie machen sie das jetzt? Werden sie mich jetzt wieder nach draußen führen oder werden mich die Ringe jetzt nach draußen führen oder soll ich erstmal wieder eine Umdrehung machen hier durchs ganze Level? Anscheinend nicht, oder? Nee. Okay, wahrscheinlich geht's jetzt zum Levelende.
Wäre aber auch echt scheiße gewesen, wenn die mich noch hier durch diese ganzen Schläuche hätten führen müssen. Das wäre mal wieder typisch Entwickler gewesen und ja, wäre scheiße gewesen auf jeden Fall. So, jetzt hier keinen Scheiß machen. Immer schon einkalkulieren, wo die Ringe langfahren. Ich hab's geschafft. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Ring verpasst oder so. Okay, ich wollte schon sagen. Weil da am Ende kein Ring kam. Ja, wir haben eine gute Figurmünze verdient. Dankeschön, Mindy. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Alter. Okay, ich glaube, die Macho-Zeit machen wir doch noch im Part. Das machen wir echt noch. Seid ihr hierher gekommen, um zu beweisen, dass ihr männliche Männer seid? Was? Wenn nicht, bekommen wir am Strand Sand ins Gesicht geschleudert. Und wieder Handtücher in den Mund gestopft. Macht euch keine Sorgen. Wenn ihr die männliche Zeit auf der Rutsche schlagt, dann werdet ihr die männlichsten Männer am Strand sein. Bis auf... Okay, was soll das jetzt heißen? 1,50! Easy! Geil. Leute, ihr wisst, wir haben es in 1,47 geschafft. Das wird ein First Try, wenn jetzt nichts hier passieren sollte, groß. Das werden wir schaffen. Und zwar direkt. Und danach werde ich auch den Part beenden. Wir haben zwar viel geschafft, aber dafür ist der Part kurz. Ist, glaube ich, eine Sache, bei der man sich anfreunden kann. Und beim nächsten Mal dann, wisst ihr, wird dann gegen Dennis gekämpft. Ne? Ich finde, normale Zeitherausforderung plus Ring-Herausforderung plus Macho-Zeit, das muss man erstmal von sich behaupten, meine Kinderchen, das in einem Part geschafft zu haben. Ja? Von daher gesehen, machen wir jetzt noch eben ganz schnell hier die normale Macho-Zeit-Herausforderung. Dann sind wir männliche Männer. Ja, es gibt natürlich auch weibliche Männer, wer hätte es gedacht, ne? Klar. Es gibt natürlich auch Männer, die eine Vagina haben. Ist klar. Macht Sinn. Spiel. Ja. Es gibt natürlich auch Männer, die ein weibliches Geschlechtsteil haben, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Hier sind ja Kinder anwesend und so. Das möchte ich euch nicht antun, Kinders. Von daher gesehen. Ja. Ne? Damit ihr Bescheid wisst, männliche Männer haben immer ein männliches Geschlechtsteil. Immer merken. Okay? Das ist doch behindert. Männliche Männer, ich bitte euch. Aber ja, da wollte man natürlich wieder im Spiel zeigen, dass dass das Hirn von Mindy wahrscheinlich wieder runtergespült wurde im Klo. Von König Neptun, weißt du? Ihr müsst wissen, Mindy hat sich nämlich immer bei den ganzen Angelegenheiten von Neptun eingemischt. Ich glaube, deswegen hat Neptun erstmal des Nachts ein bisschen Mindy getrollt und hat ihr Gehirn im Klo ein bisschen runtergespült, weißt du? Und von daher gesehen, alles easy. 1,47 oder 1,46, wir haben es geschafft. Geil. Glückwunsch! Hier ist eure Belohnung. First Try, weißt du? Bang! Geil! Leute, damit würde ich sagen, beenden wir den Part. Etwas kürzer, aber der letzte Part war natürlich länger, von daher gesehen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden und yo! Seid. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Dennis wieder. Und zwar genau hier. Besiege Dennis erneut. Also, haut rein. Ciao.